Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ist eine Erfolgsgeschichte. Die Nachfrage ist immens, insbesondere von Schulklassen. Das freut natürlich die Macher. Auf der anderen Seite geraten sie aber auch in Schwierigkeiten, denn wegen Überfüllung müssen immer mehr Besuchergruppen abgewiesen werden. Der Direktor der Einrichtung, Hubertus Knabe, appelliert jetzt an die Politik, hier Abhilfe zu schaffen. Allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres wurden 220 Gruppen mit über 9000 Teilnehmern zurückgewiesen. 2014 zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Mehr als 30.000 Menschen erhielten eine Absage und konnten das ehemalige Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen nicht besuchen. Grund ist dabei vor allem die große Nachfrage von Schulklassen. Wegen der nahezu einmaligen Authentizität ist die Gedenkstätte bundesweit gefragt und bereits auch jetzt wieder an vielen Tagen des Jahres ausgebucht. Um für etwas Entspannung zu sorgen, will die Gedenkstätte ab sofort Gruppenführungen auch in den frühen Abendstunden ermöglichen. Doch nach Einschätzung der Gedenkstätte reichen diese Maßnahmen nicht aus, die große Nachfrage zu befriedigen. Und so verweist Hubertus Knabe erneut auf seinen Vorschlag, zusätzlich das leerstehende ehemalige Ostberliner Polizeigefängnis unweit des Alexanderplatzes nutzen zu können. Hier gibt es ein seit fast 20 Jahren leerstehendes Gefängnis aus DDR-Zeiten, das sehr beeindruckend ist. Und es würde uns sehr entlasten, wenn wir dort eben einen Teil unserer Besucher durch dieses Gefängnis führen könnten. Das Thema ist ein bisschen anders, aber dann doch wieder sehr ähnlich, nämlich die Rolle der Polizei in einer Diktatur. Viele, die hier in Hohenschönhausen im Gefängnis saßen, sind erst in das Polizeigefängnis gekommen und dann nach hier. Und man kann sich das von der Gestaltung dann ähnlich vorstellen wie hier, dass sie also die Zellen dort so belassen würden, wie sie sind, und man dann als Besucher den Eindruck des authentischen Ortes bekäme. Ja, unser Erfolgsrezept sind ja vor allem die Zeitzeugen, und wir haben viele ehemalige Gefangene, die auch dort in Haft waren. Wir würden dort Führungen organisieren mit Schulklassen und anderen Interessierten, und das ist eigentlich das Entscheidende. Man kann natürlich auch etwas noch mehr machen, Hintergrundinformationen anbieten, beispielsweise durch eine Art Einführungsfilm oder so etwas. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir überhaupt reinkommen und dass auch hier die Vorkehrungen getroffen werden, Fluchtwege, Brandschutz und so weiter, dass das auch sicher dann zu betreiben ist. Sie sprechen es schon an, dass Sie erstmal reinkommen können. Wie ist denn da der aktuelle Stand im Dialog zwischen Ihnen und der entsprechenden Senatsverwaltung? Ja, das ist ein bisschen frustrierend, muss ich sagen, weil ich das jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit anspreche, dieses Problem, und es nichts passiert. Das Gefängnis steht leer, wir platzen aus allen Nähten, und es gibt eigentlich niemanden, der sagt, jetzt geben wir euch den Schlüssel und ihr könnt da rein, dann habt ihr wenigstens Entlastung. Stattdessen schicken wir die Besucher nach Hause. Im letzten Jahr 30.000, die nicht kommen konnten, weil wir voll waren. Sind Sie denn weiter dran? Ja, ich versuche auf allen Ebenen hier auch mit den verantwortlichen Politikern darüber zu sprechen. Ich habe mit dem SPD-Chef Jan Stöß verabredet, dass ich ihm das Gefängnis zeigen möchte. Ich habe es Herrn Wowereit gezeigt, ich habe es dem CDU-Fraktionschef Herrn Graf gezeigt. Jetzt ist der Senat und das Abgeordnetenhaus vor allem gefragt, weil es jetzt auch um den Haushalt für das nächste und übernächste Jahr geht. Und wenn man in das Gefängnis rein will, dann muss man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um, wie gesagt, Fluchtwege und Ähnliches zu schaffen. Doch die Bildungsverwaltung hat andere Pläne für das Polizeigefängnis. Sie will keinen, wie es heißt, Ableger der Gedenkstätte Hohenschönhausen, sondern einen außerschulischen Lernort. Dabei sollen Zeitzeugen zwar integriert werden, aber nicht im Mittelpunkt stehen. Das Grundkonzept ist, dass wir hier keine Gedenkstätte aus dem Gefängnis Keibelstraße machen wollen, sondern einen außerschulischen Lernort. Und das sind unterschiedliche Konzepte. Die Diskussion in Berlin ja bekannt ist, sozusagen, oder uns manchmal der Vorwurf gemacht würde, wir würden keine Gedenkstätte hier errichten wollen. Und wir sagen, wir sind Bildungsverwaltung. Uns wird oft vorgeworfen,
dass wir uns zu wenig mit der Zeitgeschichte in den Schulen auseinandersetzen. Und wir weisen zwar diesen Vorwurf immer zurück, weil er aus unserer Sicht nicht zutreffend ist, aber die Überlegung aus diesem Gefängnis, was ja eine historische Bedeutung hatte, etwas zu machen, sind wir auf die Idee gekommen, da einen Lernort eben draus zu machen, das heißt zu nutzen für Bildung. Und dafür, das ist unsere originäre Aufgabe. Wie würde das konkret aussehen? Wie kann ich mir das vorstellen? Was würden die Schüler hier erfahren? Was würden sie sehen? Von wem würden sie was erfahren? Also wir haben ein Konzept diskutiert mit allen, die hier in Berlin mit der Aufarbeitung der DDR-Geschichte zu tun haben, also mit der Bundesstiftung Aufarbeitung, mit dem Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Landesbeauftragten der Robert-Havemann-Gesellschaft im Landesinstitut und sind davon ausgegangen, dass wir, wenn wir Bildungsprozesse in so einem Ort organisieren wollen, das Lernen im Vordergrund steht und nicht der Ort selbst, weil das Gefängnis selbst gibt ja nicht so viel her als historischer Ort. Eine Zelle sieht wie die andere aus. Und das heißt, wir müssen uns auf die lernenden Subjekte orientieren. Und das war sozusagen unser grundsätzlicher Ansatz. Die Überlegung ging dann weiter, dass wir, wie Lernprozesse organisiert werden müssen, exemplarische Arbeit der Schülerinnen und Schüler ermöglichen wollen, dass wir einen Lebensweltbezug herstellen wollen, einen Gegenwartsbezug herstellen wollen. In der konkreten Ausarbeitung haben wir dann sozusagen, nachdem wir unsere Ideen entwickelt hatten, eine kleine Ausschreibung gemacht und Agenturen angeschrieben, die auch schon Erfahrung haben in der Entwicklung von Lernkonzepten bzw. Ausstellungskonzepten in Gedenkstätten oder in anderen Orten. Eine Auswahl haben wir getroffen, einer Agentur aus Leipzig, die unseren Vorstellungen in diese Richtung sehr entgegengekommen sind. Nun hat die Gedenkstätte Hohenschönhausen in Person von Hubertus Knabe ja schon länger deutlich gemacht, dass sie Interesse hat, sich zu erweitern mit Hilfe dieses Gefängnisses. Warum haben Sie die nicht mit ins Boot geholt und irgendwie nach einer Kompromisslösung vielleicht gesucht? Naja, Herr Knabe möchte sozusagen hier dieses Gefängnis, ich nenne es immer als Überlaufbecken, nutzen. Und wir sagen, der Charakter dieses Gefängnisses ist ein anderer. Es war ein Polizeigefängnis, Hohenschönhausen war ein Stasi-Gefängnis. Und das heißt, die Gebäude haben eine unterschiedliche Geschichte und hatten auch historisch eine unterschiedliche Funktion. Und die würde überlagert, wenn einfach Besucher von Hohenschönhausen umgeleitet würden hierhin und sie würden eben nur sozusagen ein Gefängnis sehen, wie man es auch aus dem Film kennt oder aus anderen Zusammenhängen, und die Spezifik des Ortes würde nicht deutlich. Zumal haben wir das Problem, dass dieses Gefängnis nicht öffentlich zugänglich ist, weil es ja sozusagen eingemauert ist in diesem gesamten Komplex und es aus unserer Sicht nicht möglich wäre, mit überschaubaren Mitteln einen allgemeinen öffentlichen Zugang zu machen. Ganz davon abgesehen, dass wir dann als Bildungsverwaltung nicht mehr zuständig wären, weil dann hätte das ja einen Gedenkstättencharakter und dafür ist dann eher die Senatskanzlei zuständig, die aber auch mit bei uns in der Arbeitsgruppe ist und eben auch unser Konzept befürwortet. Kritik an der Verfahrensweise gibt es von der CDU-Fraktion. Für den Hohenschönhausener Abgeordneten Danny Freimark ist die Idee, die Gedenkstätte Hohenschönhausen mit dem ehemaligen Polizeigefängnis in der Keibelstraße zu verknüpfen, nicht vom Tisch. Na, wir sind für das Thema sehr offen. Wir hatten ja auch bereits eine Begehung mit Florian Graf, unserem Fraktionsvorsitzenden, dem Initiativkreis Keibelstraße. Der hat sich ja gegründet auf dem Gelände der Gedenkstätte Hohenschönhausen mit dem Ziel, die Keibelstraße eben auch für die Öffentlichkeit zu öffnen. Und bei unserer Begehung ist eben deutlich geworden, dass dort ja seit 10 Jahren nichts passiert ist an einem Ort, der so prominent gelegen ist am Alexanderplatz, dass wir schon die Notwendigkeit erkennen, hier mit dem Initiativkreis und mit der Gedenkstätte Hohenschönhausen Einfluss zu nehmen auf die Planung, die ja bei der Bildungsverwaltung liegen. Das heißt, Sie würden dem Konzept, so wie es da jetzt vorliegt, nicht zustimmen? Also es gibt verschiedenste Konzeptvorschläge. So richtig klar wurde in die Diskussion auch ins Abgeordnetenhaus noch nichts geliefert. Das ist ja ein Kritikpunkt, dass wir mehr Öffentlichkeit herstellen wollen. Wir wollen mehr Beteiligung auch wissen. Wir wollen auch die ehemaligen Häftlinge mit einbeziehen. Und die Expertise der Gedenkstätte Hohenschönhausen außen vor zu lassen, halte ich immer für einen Fehler.
Das heißt, Sie könnten sich schon vorstellen, dass man in irgendeiner Form zusammenkommt. Also Hubertus Knabe von der Gedenkstätte Hohenschönhausen mit auch in die Diskussion reinnimmt und vielleicht auch mit in das Konzept integriert. Ja, also ich glaube, das wäre der beste Weg. Die Bildungsverwaltung hat mit Sicherheit Expertise, ist ja auch, was die Verwaltungsorientierung angeht, für dieses Objekt zuständig. Aber Verwaltungsverantwortlichkeit heißt ja nicht gleich inhaltliche Hoheit zu haben. Und deswegen wäre unser Vorschlag, Hubertus Knabe zu beteiligen, den Initiativkreis stärker mit einzubinden, mit dem Ziel, dort ergebnisoffen auch zuzulassen, dass andere Ideen ihren Platz finden. Können Sie sich auch ansonsten noch vorstellen, inwieweit man der Gedenkstätte helfen könnte, wenn sie jetzt so begehrt ist, dass sie bereits Besuchergruppen, dass sie dort Absagen erteilen muss, dass es da vielleicht auch noch andere Möglichkeiten der Unterstützung gibt? Also eine Option wäre tatsächlich, andere Räumlichkeiten darzustellen oder sicherzustellen, um eben Gruppen nicht ablehnen zu müssen, sondern an andere Institutionen zu verweisen. Eine zweite Option ist natürlich auch Herrn Knabe und die Gedenkstätte Hohenschönhausen stärker zu unterstützen, also auch die Gegebenheiten vor Ort noch zu verbessern. Es sind ja Räumlichkeiten nicht im Betrieb, weil sie schlichtweg nicht finanziert werden können. Es gibt an manchen Stellen auch zu wenig Mitarbeiter. Das liegt auch daran, dass die Finanzierung natürlich immer ein Hindernis darstellt. Und deswegen glaube ich, wenn wir bereit wären, auch noch ein bisschen mehr Geld draufzupacken, die gewachsenen Besucherströme auch zu befriedigen. Also ganz kurz, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, diesen Konflikt, wie wird da jetzt der Fahrplan sein? Also wird das ins Parlament auch gehen und einer Parlamentszustimmung bedürfen? Das ist unser Anspruch. Die Verwaltung hat hier natürlich die Hoheit, das Thema erstmal zu diskutieren. Aber unser Anspruch ist, wir werden nur dann zustimmen einer Gedenkstätte, einer Keibelstraße, wenn wirklich alle beteiligt wurden und auch wir natürlich rechtzeitig Informationen über den Sachstand bekommen und auch unsere Ideen mit einfließen lassen können. Das erwartet der Wähler auch zu Recht von uns. Laut Aussage der Bildungsverwaltung liegt das Konzept der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus vor und wurde bereits in Arbeitskreisen diskutiert und für gut und schlüssig befunden. Nach einer schnellen Lösung sieht das hier jedenfalls nicht aus. CDU und SPD müssen sich erst mal einigen. Die liegen noch weit auseinander. Wir werden das weiter beobachten.